So, ich bin hier heute dran bei dem Becken. Die hört halt dazu bei mir. Und ich hatte ja mal öfters mal die Frage schon gehabt oder Anfrage gehabt, wie viel Aquarium ich überhaupt habe. Hab nicht mal alle durchgerechnet. Und sind so eine Sachen, die ich mir nicht so merke. Warum auch? Weil die Becken sind 22 Becken. Insgesamt hier oben habe ich. Das sind vier, fünf kleine, das ein großes Meterbecken und das Salzwasserbecken und die restlichen Cubes und Becken sind bei mir unten im Keller. Und hauptsächlich Richtung Garnelenzucht bei mir. Also sagt, wenn man halt neu auf meinem Kanal seid, dann wisst ihr zumindest, was euch hier so erwartet bei mir auf meinem Kanal halt. Wir testen hier, also ich teste teilweise mal, probiere mal einen anderen Dünger aus, dann probiere ich mal Futter aus, dann probiere ich mal irgendwas mit Pflanzen aus. Hier wie zum Beispielweise, das Becken läuft jetzt, also insgesamt läuft das Becken seit Februar und die letzte Pflegemaßnahme war hier vor circa 3 Wochen dran. Und ich habe hier im Becken halt meine Red Bee Panther Mischmasch Garnelen drin, wo sich ja hier dort, wenn die sich untereinander immer kreuzen, Red Bee und hier die Panther, mal gucken, ob ich einer mal euch mal so ein bisschen rankriege, ich erzähle ja immer was und ihr seht ja gar nichts von. Da kommt komischerweise immer entweder Red Bee, aber die Mehrzahl von Jungtiere ist Panther. Dann hatte ich hier noch die so eine weißen mit bei White Pearl oder keine Ahnung. Da sind auch auf jeden Fall viele, viele Sorten schon mit eingeflossen oder eingekreuzt worden, wo ich probiert habe. Wir gucken uns das jetzt auch mal von oben an. Denn das ist natürlich mein Plan, so ein bisschen die Wasserchemie, also nochmal hier heute mal den Leitwert zu messen, dass ich das unten. Hier ist ja Weichwassergarnelen sind es ja drin. Und zwar muss ich dann das unten bei mir im Keller, werde ich euch ja dann mal mitnehmen, angleichen, ne, mit aufgesalzenem Osmosewasser. Ja, aber das machen wir gleich. Hier habe ich euch, jetzt ist ja die eine, was ich euch ja so gesagt habe, von den Weißen. Leider ein bisschen so unscharf hier. Ja, ich bin mit dem Becken zufrieden. Ich kann echt nicht meckern. Filter hatte ich ja damals rausgeschmissen gehabt. Da habe ich ja dann den von Aquael den Mini genommen. Aber ich muss hier weiterarbeiten, weil so viel Becken vergeht eigentlich kein Tag, ohne wo man so ein bisschen was zu tun hat. Aber ich bin jetzt immer noch so überlegen, wie nehme ich euch am besten jetzt hier mit von der Kamera. Wir haben hier so eine Art Alge drinne. Ist aber keine Alge, das zählt mehr oder weniger. Muss man erstmal ein Eimerchen holen. Wurde mir mal gesagt, ist so eine Art Unterwasserfleischfressende Pflanze. Okay, ich habe mir noch nie einen Kopf gemacht. Ich arbeite hier lieber immer mit der Hände drinne, als wenn ich hier jetzt irgendwelche Hilfsmittel nehme. Das heißt, wir müssen hier Luft schaffen. Ich hatte ja hinten die Matte, hatte ich ja bei dem Video, habe ich euch ja gezeigt, wird auf eingerichtet ist. Ihr braucht also, wenn ihr so eine Moosrückwand macht, braucht ihr da nicht unbedingt das Moos aufbinden. Da schneidet da einfach mal das Moos ein. Ach, das Moos, sage ich, die Rückwand ein, also das, die Filtermatte. Und dementsprechend könnt ihr das dann reinklemmen. Aber wen mit interessiert, da könnt ihr halt noch mal so ein bisschen in meinem Video. Playlist einfach mal schauen. Da wird er dann so ein bisschen mehr erfahren drüber. Ne? Ja, was soll ich sagen hier? Wichtig ist, dass ich immer nach unten hin wieder Luft reinkriege. Luft meine ich damit, dass ich unten so ein bisschen bei die Brüssel Fernandes wieder Leben reinkriege von oben. Aber deswegen zeige ich euch meine Becken immer so, wie die jetzt auch sind. Und macht das nicht vorher. Und dann sage ich euch, guck mal, wie mein schönes Becken aussieht. Die Realität.
Oh, kann man das aussagen? Nee. Die Realität sieht ja immer teilweise anders aus. Die Wirklichkeit, ne? Ich hatte hier mal Bio-CO2 reingemacht. Ihr seht aber selber, ich habe schon lange nicht mehr aufgefüllt. Weil das läuft so einwandfrei. Meine Becken jetzt im Augenblick, also ich habe eigentlich so mit Pflanzenwuchs. Oh, jetzt fährt die Kamera runter. Ich muss jetzt mal so ein bisschen. Lass mal schauen, dass ich hier ein Handtuch kriege. Das nennt man Vorbereitung für die Hände. Aber so mit Pflanzen habe ich eigentlich keine Probleme vom Pflanzenwuchs her. Oder außer das eine Becken hier, weil ich ja mal zeige mit allen Becken. Aber das ist ja in dem Sinne einfach nur versucht, wenn es überhaupt Algen sind. Also ich bezweifle es schon langsam. Aber ich möchte, der so gesagt, oh, warte mal, ist die Kamera aus. Ich muss jetzt mal Stopp machen. Irgendwo. Oh, jetzt ist sie wieder an. Ich möchte sie ja nicht bravour loswerden. Ne? Ja, hier können wir auch noch Blaulicht einschalten, also so eine Mondlichtphase. Und ich finde es nicht schlecht, wenn man das so sagt, zum Beispiel neben Fernseher, der hat so ein Becken. Und dann hat man so eine kleine Mondlichtphase abends. Und guckt man so rein bei so einem Garnelenbecken. Und deswegen sage ich mal, so ein Garnelenbecken ist wirklich jemanden für einen Aquarianer oder der so mit Aquaristik was tun haben möchte, aber auch nicht so mit Fische sein will, der halt so ein bisschen, naja, pflegeleicht, wie soll ich sagen, so ein Becken pflegeleicht schon, aber es hält sich vom Preis her alles in den Grenzen, auch vom Stromverbrauch. Die kommt skattiert noch nicht mal im Monat auf den Fünfer hier, weil ich hier an Stromverbrauch habe, an Kosten. Und das ist alles, sagt so ein Selbstläufer. Da die ja oben schon rausgewachsen sind hier, war jetzt mal meine Überlegung jetzt gewesen. Ihr seht so langsam ein paar Mangelerscheinungen an den Blättern, seht ihr. Hier die hellen Blätter. Zeige euch das mal, das sind ja die typischen Mangelerscheinungen, die man, oh, die Kamera aus. Die typischen Mangelerscheinungen, was auf die Photosynthese hin berührt, ne? Aber ich wollte das eigentlich hier, aber ich werde doch hier, warte mal, ihr seht jetzt ja nicht, wo ich jetzt hier denke, die Innen hier abschneiden. Ich knipse sie jetzt einfach ab. Ich habe die ja sonst immer ganz vorsichtig mit der scharfen Schere gemacht, um folgende Stellen. Aber ich kann euch sagen, spätestens eine Woche, ich werde euch mal zeigen, nächste Woche, wenn ich dran denke, ein Video mache, einfach mal hier so wieder so ein Update, wie das Becken sich hier so weiterentwickelt. Also ich kann auch nicht meckern, dass ich jetzt hier drüber mega viele Schnecken drin habe. Das ist eigentlich immer so ein gutes Zeichen, wenn man wenig Schnecken drin hat. Oder dass sich das ein Gleichgewicht hält von der Fütterung her. Ne? Ihr seht selber, was man hier so alles so ein bisschen aufwirbelt, ne? Bei dem Becken. Jetzt hoffe ich ja mal, jetzt muss ich mal was schauen. Jetzt muss ich mal erstmal ein Schwämmchen da holen. So genannten Eilenzauberschwamm nehme ich hierfür. Es reicht aus. Trotz allem, wo hier mega viel Licht drauf scheint vom Fenster her, habe ich ja keine Probleme mit Algen. Also ja, gar nicht, weil es etwa die Biologie läuft. Und das lief ist einfach so, was ich auch immer wieder predige, ob das die Meerwasseraquaristik ist oder die Süßwasseraquaristik ist. Bei der Meerwasseraquaristik würde ich ja sagen, da muss ich mich einfach noch so ein bisschen mehr reinfuchsen. Aber es kommt auch langsam, dass man einfach mal das Becken in Ruhe lässt. Ne? Das heißt, müssen wir stehen lassen. Und bei so einem halbrunden Becken hat man eine tierisch tiefe Wirkung. Und für den Schreibtisch ist es optimal. Ich habe hier keine Blendungen drin. Wenn ich hier arbeite, das stört mich auch nicht jetzt hier vom Bild jetzt her. Machen wir mal so ein bisschen weiter weg, dass ihr überhaupt mal so ein bisschen die Neue auch sind auf meinem Kanal. Wo ich ja immer so gesagt viele wiederkehrende Zuschauer habe. Das sehe ich ja bei einer Analytics immer,
bei YouTube drin, da steht immer so 30-40% der Abonnenten, die meine Videos angucken. Wie sich das von den Zahlen zusammensetzt, keine Ahnung. Weil nicht, wenn ich jetzt von den Abonnenten dann 40% nehmen würde, müsste die Klickzahl komplett anders. Ich weiß nicht, wie die jetzt so rechnen. Ist egal. Jetzt gucken wir mal eins nach, was interessant ist. Ne? Warum ich das so mache? Jetzt habe ich natürlich, ich nehme hier mein Leitwettmessgerät. Also von Aquarianer selber ist es bekannt. Und für mich ist es einfach nur jetzt ein Indikator drüber, wie sich mein Becken verändert drinne. Wenn jetzt der Leitwert nach oben geht, ist klar, ich habe viele Mineralien drin, ich dünge noch dazu und dementsprechend kann sich der Leitwert nach oben verändern. Dass er sich nach unten verändert hat, man sieht das hier so ein bisschen, hatte ich eigentlich noch nie gehabt. Aber man sieht jetzt schon langsam, dass wir hier einen ganz schön hohen Bereich drin kommen, bei 50. Na, das ist schon, also 500. 490 Mikrosiemens. Das ist schon von so einem Weichwasser-Garnelenbecken relativ hoch. Ich muss dazu sagen, es läuft trotz allem. Aber ich gehe von aus, dass jetzt die 500 Mikrosiemens nicht schädlich sind. Ne? Das sind andere Mineralien drin. Das wird nicht schädlich sein jetzt für die Garnelen. Da muss man keine Panik kriegen. Als Ausgangswasser, ich hatte mal ein Video gemacht, als Ausgangswasser nehme ich ja mal mein Osmosewasser und das ist jetzt relevant. Dort ist es schon relevant, was ich einkippe. Und die Mineralien hier, der Leitwert, was ich habe über hier im Becken, das setze ich zusammen. Mineralien, Abfallstoffe, was drin sind. Dann lösen sich vielleicht irgendwelche Steine, die hier drin sind. Dann haben wir Salze, die ich einführe durch die Düngung. Mit bei dir den Wert beeinflussen nach oben hin und deswegen ist es nicht so super relevant jetzt dieser Wert für die Tiere, sagen wir mal so, deswegen vermehren die sich auch drin. Das ist halt nur ein relevanter Wert für mich selber, deswegen benutze ich auch immer an allen Becken ein und das gleiche Messgerät, weil ich von den Messgerät halt meine Werte dann habe. Also wenn das jetzt nicht genau geeicht ist, interessiert mich das eigentlich weniger. Für mich ist es einfach ausschlaggebend, was das Messgerät jetzt anzeigt und ich dann die Werte dementsprechend kontrollieren kann. Und als Vergleich würde mich mal interessieren, schwenke ich mal rüber, wir haben ja hier mein Moosbecken und wir gucken einfach mal spaßeshalber, um Vergleich zu haben, was wir da haben. An Leitwert. Da haben wir nämlich 360, so 370. Also kann ich euch sagen, weil ich das Becken dünge ich ja nicht, komplett nicht zu, dass sich das bei diesen Becken hauptsächlich auf dem Dünger, wegen dem Dünger zusammensetzt. Jetzt machen wir eins, wenn wir jetzt hier schon beim Messen sind, würde mich das ja auch mal so probieren. Jetzt haben wir hier mein super. Das ist ja hier das eigene Probierbecken. Da ist es schon interessant. Jetzt geht ja hier nicht nach Optik. Ich will ja wirklich Sachen probieren und zu schauen, Mensch, verschwindet hier die angebliche Alge, die ich hier habe, das Problem irgendwann mal von selber. Ist einfach nur als Spaß an der Freude, das Becken hier. Ne? Also zum Probieren, dann mit euch denn zu kommunizieren. Hier haben wir schon einen höheren Leitwert: 570. Jetzt muss ich bei diesem Becken aber auch wiederum dazu sagen. Erstmal nehme ich hier Leitungswasser. Zweitens mache ich hier auch so einen Tropfen MPK-Dünger mal rein. Also tröppelchenweise. Meerwasser interessiert uns nicht. Wir haben heute nicht Donnerstag für die Meerwasserfreunde. Und jetzt gehen wir mal einfach mal hier rein. Und schauen uns mal. Hier muss auch dran gearbeitet werden, aber es kommt ein anderes Video. 390, auch hoch. Aber hier mache ich auch wieder ein Tröppelchen Dünger rein. Ne? So, das andere Becken, das Yellow Becken, das lassen wir jetzt mal vor. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal runter, dann zeige ich euch, wie ich hier Wasser vorbereite. Beziehungsweise ich mache jetzt hier erstmal so einen Wasserwechsel.
Der letzte ist jetzt circa, wie lange bin ich jetzt von der Kur hier? 3 Wochen jetzt her, 3, 4 Wochen her. Aber meine Devise ist immer, wenn Becken läuft, dann lasse ich es so laufen. Ne? Also unten sieht es teilweise schon anders aus. Wenn ich da immer so gesagt, bei einer Garnelen, wenn ich merke, von der Zucht her, das läuft nicht so, dann fütter ich immer auf stoßweise, auf Stoß füttern. Das heißt, dass ich ein paar Tage mal so ein bisschen extremer fütter, wenn da viele Garnelen sind, dass sie sehen, oho, ich habe ja nur Futter drin, also ich muss die Ernährung nicht einstellen, es ist hier noch Futter für alle da. Und dementsprechend kommt dann ab und zu so eine kleine Stoßfutterfütterung dazu. Ne? Dann nenne ich immer Stoßfütterung und das sind dann die Tage, wo ich dann fast jeden Tag einen Wasserwechsel mache. Ne? Um einfach mal ein bisschen den Tieren was vorzugaukeln. Kommt, Freunde, wir haben Fressen, das regnet. Jetzt muss ich das ansaugen. Ansaugen, ganz normalen Wasserschlauch. Naja. Wie heißt das immer so schön? Kann ja auch nicht angesaugt werden, so hundertprozentig. Das ist ein Knick im Wasserschlauch. Lieber ein Knick im Wasserschlauch als ein Knick in der Optik. Wa? So, mein Aquarium, Garnelenfreunde. Jetzt haben wir das erstmal auseinandergehettert. Boah. Oh, jetzt musste ich das hier eigentlich nochmal. Okay. Ja, die Gruppe sind 30 Liter Becken hier oder 40 Liter, da was hier drin ist. Da ziehe ich heute mal durch die Hälfte raus. Also ich kann auch euch sagen, ich mache es auch nicht mit der Technik, wenn das Wasser ist ja jetzt nicht super kalt, was ich jetzt reinmache. Wir machen mal ruhig ein bisschen mehr, das schadet nicht weiter, ganz im Gegenteil. So, jetzt haben wir fast 10 Liter, 8 Liter. Ja, fast 8 Liter von der Optik her. Sieht das ganz gut aus. So, jetzt muss ich jetzt mal überlegen, wie wir das am besten machen mit dem Keller. Na, dann wäre ich höchstwahrscheinlich meine Handykamera nehmen. Und deswegen machen wir mal hier mal kurz einen Cut. Ich hoffe, dass das so einigermaßen jetzt hier funktioniert. Musste mir erstmal die Handykamera hier wieder mit Stativ zusammen machen. Nee, hier habe ich ja, das ist so gesagt, hier ist die ganze Osmose, hier Döns, Kanister, Dreie. Ja, Osmosewasser habe ich mir auch schon mal so erkundigt, da wie lange man es überhaupt lange lagern kann oder ob sich das verändert, dass es dann irgendwo die Salze aus der Luft raus abnimmt oder passiert, konnte ich noch nichts weiter feststellen. Ja, und dann hier habe ich ja dann hier meinen Silikatfilter noch extra. Und sobald dann sich das Osmosewasser, was ich ja hier, oh, zeige kein Messgerät von Osmosewasser mit. Oh, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Jetzt wollte ich nämlich Osmosewasser machen, aber dann messen wir das oben nochmal durch. Ich habe gemacht, das ja immer mehr oder weniger. Gucken wir jetzt gerade in der Taschen nach. Ne, naja, das ist dann halt nicht so. Mikro Siemens Messgerät, ich habe noch ein anderes drin, dann gehe ich halt mal von da aus. Hier ist das Mikro Siemens, hier ist ein pH, hier ist ein pH Messgerät. Aber ich glaube, da war die Batterie alle. Das ist wieder typisch. Nee, das funktioniert so einigermaßen noch. Einigermaßen ist gut, das ist ja von Arca. Okay. So, jetzt habe ich ja die Pflanzen rausgenommen oben. Die mache ich aber nicht jetzt weg, weil ich hier unten habe ich immer so ein bisschen mehr oder weniger Bedarf an Moose. Und zwar kommt es hier bei der Blue Dream Becken rein. So ein bisschen. Falls da wirklich denn noch Jungtiere mal drin waren, dann sehe ich es ja hier mit bei und dann kann ich es immer noch mal so ein bisschen rausfischen. Ne? Aufsalzen tue ich das immer, habe ich hier meine Familienpackung, hier sage ich immer B-Schritt Mineral GH Plus. Auch dieses Produkt habe ich bis jetzt mir immer alle Produkte allein gekauft, also auch kein Sponsoring. So, ich werde mal gucken, ob das so klappt.
mit das hinstellen. Dass ihr da ein bisschen so was sieht. Ne? Ja, das ist hier auf den Tisch. Zu die Leute, die hier das erste Mal bei mir sind auf meinem Kanal, guckt euch das ganze Anlage an hier. So ein bisschen. Hier ist überall noch Licht aus. Hier sind alle Garnelen drin. Außer Florida-Krebse. Ich gebe auch Garnelen ab. Aber im Augenblick sind hier die Yellows, die ich noch abgebe. Und hier die Red Bee, die ich abgebe. Und versende jetzt auch noch. Und die Florida-Krebse zu Becken müssen wir auch noch mal ein bisschen was machen. Und hier ist dann hier halt der ganze Packtisch. Vielleicht mache ich auch mal wieder ein Video, hatte ich schon mal gemacht, wenn ich versende. Falls mal so Zuschauer, die dann sehen, okay, bei den Kollegen kann man bestellen. Und ich probiere auch so weit wie möglich, wenn ich versende, keine Wasserlinsen da reinzukriegen, weil das echt ätzend ist, wenn ihr die dann nachher auch habt. Also bin ich da, so wie gesagt, schon immer am Machen und Tun. Jetzt wische ich mir hier nochmal den Eimer aus, so ein bisschen. Wische ich den Eimer aus, um da einfach richtig nenner zu kommen. Ne? Das ist eigentlich alles mit die Wasseraufbereitung, keine Hexenwerk. Ne? Und die, und das mache ich hier bei den Weichwassergarnelen alle. Weichwassergarnelen, wisst ihr ja, das hört ihr, da sind die, oh, da gibt es schon mittlerweile so viele Sorten. Das ist, sind die Panther, die, ach, die, das, was noch alles, ja, die Red Bee sind da. Dann gibt es ja die Neogaridina, da sind ja die Vladimir, die Yellow Fire Garnelen mit bei. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Bei die Red Fire, die sind mit bei. Und ich hoffe, dass ich da jetzt nicht für die Red Fire, ja, was verteilt ich, die habe ich auch schon mal. Muss ich gucken nochmal. Da hoffe ich, komme ich aber auch nochmal drauf zu jetzt gleich. Die Wasserwerte. Die wurden schon mal gefragt, die Wasserwerte. Werde ich euch immer noch mal gleich so sagen, denn Red Fire habe ich jetzt ja nicht einen Augenblick, vielleicht kommen die mal zu. Jetzt muss ich aber hier eins machen, ich nehme manchmal immer das Becherchen hier und das ist bei mir hier wichtig im Keller. Ich habe hier teilweise eine hohe Luftfeuchtigkeit drin und da muss ich immer so ein bisschen drauf achten, dass mir hier nicht verklumpt. So, was mache ich darin? Bei 10 Liter mache ich immer ganz wenig. Ne? Zack, ist klar, Osmosewasser ist ein totes Wasser. Da müssen wir wieder Mineralien zugeben. Also Salze sind da drin, etc. So, was die Tiere alle brauchen. Gerade die Weichwassergarnelen. Macht ihr natürlich Osmosewasser mit den Neogaridina Garnelen. Und da habe ich hier das von Dupla Marin, KH Plus und GH Plus. Ne? Das ist wichtig, dass er darauf achtet. Und bei Tier ist nur GH Plus, ne? Und nicht KH. Denn wir wollen ja das KWH nicht hoch machen, hochbringen. Aber einen Augenblick nutze ich es nicht, weil ich einen Augenblick wieder Leitungswasser nutze. Weil ich damit einfach jetzt relativ gute Werte habe. So, dann muss man das hier alle so rinkippen. Ich hoffe. Und dann kommt ja dann alle, zeige euch mal gleich. Deswegen mache ich hier nicht einmal eine Woche komplett an der Wasserwechsel. Also das wäre jetzt Quatsch, wenn die Becken so laufen. Ne? Und gerade wenn ich Garnelen abgebe, mache ich vorher keinen Wasserwechsel. Ja. Um die nicht noch weiter zu stressen. Oh, haben wir hier einen 10 Liter Eimer. So. Oh, jetzt müssen wir das alles so ein bisschen umrühren. Was nehme ich jetzt als rührere Werkzeuge? So, dann habe ich hier was zum Umrühren. Bei den Züppchen. Aber es löst sich eigentlich relativ gut auf. Aber ich habe da also in der Richtung noch nie Probleme gehabt. Dass ich hier Sachen erlebt habe,
So, nehmen wir einfach mal das Messgerät. Mache ich zwar nicht immer gerne, ich habe immer mal. Der haben wir hier 240 ungefähr. Man sieht es nicht, man sieht es hier schlecht. 240 Mikrosiemens und die Kaule hier eigentlich 240 ist so mein Wert, den ich immer mache. Ja. So. Jetzt nehme ich euch mal kurz hier mit rüber. Oh, jetzt sind wir hier oben wieder angekommen. Jetzt muss ich mal gucken. Gucken wir uns das mal hier von oben mit den Döns an. So, sieht natürlich wirrwarr aus. Gut, okay, man könnte es jetzt, wenn ihr jetzt Wasser habt, zum Beispiel, weil was jetzt eisekalt ist, großer Wasser unter Temperaturunterschied, könntet ihr eine Tröppelchenweise reinmachen, aber ich habe damit also noch nie schlechte Erfahrung gehabt, wenn ich das Wasser einfach so mit der Gießkanne reinbringe. Ne? Ich sage mir in der Natur, okay, wenn es regnet, ist das Regenwasser auch nicht, die hat auch nicht die gleiche Temperatur. Aber ich laufe damit immer, ich mache es schon immer so, teilweise lasse ich es reintroppeln. Im Winter, wenn ich da einen größeren Wassertemperaturunterschied habe, oder halt bei meinen Thylos, wo ich zuheize, bei den Becken, da muss ich es machen. Also das ist logisch. Jetzt füllen wir doch gleich wieder auf. Jetzt warten wir so ein bisschen kurz mal ab, was jetzt so ein bisschen durchgemischelt ist. Das ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig von der Messung jetzt her, aber wir wollen erstmal mal so gucken, wie sich das jetzt so verändert hat. Sind wir runter auf 300, aber wie schon gesagt, das muss jetzt sich erstmal alles so ein bisschen vermischen, bei das Ganze. Ja. Und die Red Fire Garnelen sind ja auch Neogaridina Garnelen und da von der Wasserwerte her würde ich euch immer raten, guckt nach, was euer Wasserwerk hat. Das könnt ihr über das Internet feststellen. Die sind einfach, die stecken einfach alles weg. Da könnt ihr relativ gut mit Wasserwerte rumspielen. Das heißt, entweder nehmt ihr eine Osmoseanlage, um sicher zu gehen, dass ihr keine Kupfer oder Schadstoffe drin habt bei euch. Aber wie ich das schon immer mache, ich nehme hier mal Wasser auf Bereiter, trotz allem. Ich zeige euch mal jetzt den, ich habe jetzt mir mal einen anderen gegönnt, um einfach mal zu probieren. Das ist hier auch für Meerwasser. Ich habe mir den genommen jetzt hier, wo ist der? Welche Firma ist das? Von Arca. Also eine kleine Werbung, habe ich mir aber alleine gekauft hier. Ich hoffe, man sieht das hier. Microlife von Xtreme Wasseraufbereiter ist da drin. Das ist von Schüttelig immer noch vorher. Und dann kommt hier so ein, sieht man das? Aha, so ein kleines Tröppelchen drin. Also das ist nirgendwo schädlich für die Garnelen oder irgendwas oder Fische. Das ist neutralisiert Ammoniak, neutralisiert Nitrit drinne. Also kapselt es ein in dem Sinne. Also es kommt irgendwann mal, wenn er jetzt natürlich das benutzt und macht nie wieder einen Wasserwechsel, kann das natürlich durch, wieder zur Ausfallung kommen, weil das wird ja, funktioniert ja so, dass hier jetzt, ich nenne es einfach mal so, die Schadstoffe verkapselt werden. Ihr müsstet euch so vorstellen wie eine Schutzschicht drum. Und irgendwann wird es wieder freigesetzt. Also wenn er das so benutzt mit Wasseraufbereiter, das ist erstmal nützlich, wenn er jetzt zum Beispiel auf eine Messe fährt und wollt das Wasser schnell wie möglich auf so Fische recht machen und wisst nicht, was dort für Wasser vorhanden ist, wenn ihr Leitungswasser nimmt zum Beispiel und ihr nehmt euer eigenes Wasser nicht mit. Oder ihr seid so wie ich hier so regelmäßig so sein Wasserwechsel macht, 2-3 Wochen, denn würde ich es effektiv auch nehmen und ich würde doch immer nehmen, wenn ihr keine Osmoseanlage habt. Also verzichtet da jetzt, habt ihr jetzt eine Osmoseanlage, dann braucht ihr es nicht unbedingt nehmen. Für mich ist es bloß immer so eine kleine Garantie, falls die Osmoseanlage jetzt irgendwo fehlerhaft ist oder beziehungsweise aus irgendwelchen Gründen auch gesättigt ist oder aus irgendwelchen Gründen
die Chlorwerte bei mir im Leitungswasser so ansteigen auf einmal, dass mir dann irgendwo, wenn ich einen Wasserwechsel unten mache, mache ich jetzt ja teilweise komplette Anlage, dann würde das ja heißen, ich würde komplett mit einem Schlag alle Garnelen verlieren. Und halt, da ich das Wasser immer vorrätig habe, das heißt, es kann auch passieren, dass dann mein Meerwasser weg, wenn ich mal da mal einen Wasserwechsel mache, dass das halt kaputt geht, die Korallen. Und deswegen mache ich das einfach so. Ja, jetzt haben wir das Becken ja gesehen. Ihr habt gesehen, wie das jetzt aussieht. Merkt euch das mal. Ich probiere mal nächste Woche, wenn ich dran denke, mal nochmal so ein kleines Update zu bringen, einfach mal rüberschwenken, um euch zu zeigen, wie sich das Tier bei mir immer entwickelt beim Becken. Und ich kann euch sagen, das sieht nächste Woche schon fast genauso aus. Ne? Also. Aber ihr seht selber, man sieht das selber hier unten bei die Bucephalander, dass die Blätter so langsam hell werden. Und jetzt ist aber nicht zurückzuführen auf mangelnde Nährstoffe, sondern halt zurückzuführen, weil irgendwann mal kein Licht mehr rankommt und dann halt die unteren Pflanzen anfangen rumzumäkeln, ja, weil sie ja keine Photosynthese mehr richtig betreiben können. Und dann fangen wir da an, mit die Probleme rumzuarbeiten. Ja, so ein Becken, wenn ihr in Urlaub seid, könnt ihr so ein Becken ruhig mal 3 Wochen so stehen lassen, so wie es ist. Es läuft alleine. Bei Garnelen braucht ihr nicht mal zufüttern. Die kommen auch teilweise 3 Wochen ohne Fressen aus. Haben die mal wirklich wenig Fressen drin, die Garnelen. Wenn ihr, sagen wir mal, 100 Stück drin habt oder 200 Stück, dann wird es passieren, dass die Vermehrung erstmal einstellen. Die werden nicht verhungern, die werden die Vermehrung einstellen. Das ist erstmal die erste Maßnahme. Und ob die denn sich gegenseitig irgendwann mal anzuknappern fangen, weiß ich nicht, habe ich noch nicht beobachtet. Ich könnte es mir gut aus vorstellen, wenn jetzt wirklich überhaupt nichts mehr zu fressen drin ist, dass sie sich dann an die älteren Tiere ranmachen, dass sie die dann angreifen, die schwächeren Tiere, so wie in der Natur, und dort halt die Nahrung als Proteinquelle holen. Aber dazu kann ich euch noch sagen, da ich beobachtet habe, wenn es sowas sein sollte, gehen die eher an die Schnecken ran, die ihr drin habt, und greifen die Schnecken an, weil ich ja mir vorstellen kann, dass so eine Garnele ja sich nicht einfach so anknappern lässt. Die würde sich wegschwimmen oder in irgendeiner Weise sich auch wehren. Und da gehen die dann Richtung Schnecken, wo man ja noch teilweise sieht im Garnelenbecken, wenn irgendwo mal Mineralstoffmangel so ein bisschen ist, dann gehen die auch ran an die Schneckengehäuse und fangen da an rumzuknappern. Dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video bei mir auf meinem Kanal wieder. Ciao.